Chers amis, chers voisins, liebe Freunde, liebe Nachbarn, chers merci de und pour li cette liebe Organisatoren, danke, dass ich eingeladen wurde für diesen Nachmittag. Um, J'ai été sollicité pour vous parler un petit peu du judaïsme alsacien que je représente en tant que rabbin d'une communauté alsacienne. Also, ich bin eingeladen worden, angefragt etwas über den Judaismus im Elsass zu erklären oder zu verkünden, weil ich ja da eine Autorität bin. Les Juifs d'Alsace ont toujours ont fait partie des communes. Als Asien, depuis le also die Juden und das jüdische, äh, unsere jüdischen Geschwister da im Elsass sind zusammen in Gemeinden schon seit dem Mittelalter. Ils sont et ont apporté et partagé leur culture. Also sie sind integriert und sie haben auch ihre Kultur mit uns und mit den Elsässern geteilt. Ils ont fait progresser la société dans laquelle ils vivaient. Je prendrai pour exemple, jusqu'en 1860, le peuple français savait pas vraiment lire et encore moins écrire. Also, ich gebe da ein Beispiel: Bis ungefähr 1860 hat das Volk, das normale Volk in Frankreich, eigentlich gar nicht lesen und schreiben können. Aber das jüdische Volk lernt ganz früh schon in ihrem Alter schreiben und lesen. Nous retrouvons dans les registres de mairie des actes de mariage signés en hébreu. On retrouvait aussi dans des communautés où les Juifs vivaient de manière harmonieuse avec leurs voisins. Auch in den Gemeinden, wo die Juden eben sehr harmonisch mit ihren Nachbarn zusammenlebten. Also auf den Heiratsurkunden der nicht-jüdischen Menschen fand man eben auch Unterschriften von Juden, die als Zeugen unterschrieben haben. Et vice versa, les citoyens juifs, leur acte de mariage était signé par des non-juifs. La bonne entente dans les communautés et les villages alsaciens était une manière normale De vivre ensemble. Also das gute Einverständnis in den Gemeinden zwischen Juden und Nichtjuden da in ähm, Alsace, das war eigentlich normal und gut gehend. Aussi de mm -hmm. Aber es gab natürlich auch Momente der Spannung. Par exemple, en 1848, il y a le Judenrumpel à Egenheim und Dürmenach dans le Süngau. Also zum Beispiel 1848 gab es den Judenrumpel sozusagen in Hagenheim. Hagenthal. Ah Hagenthal, Hagenthal, pardon. Hagenthal, les deux. Dourmenac a commémoré il y a une dizaine d'années village de Dur Ah okay. Vor, vor ungefähr zehn Jahren haben sie in Dourmenac gefeiert.

Also eigentlich mehr in jenem Dorf Turmenak als in allen anderen Dörfern rundherum. Le Judaïsme était un Judaïsme vivant, sincère. Also der Judaismus, das war ein lebendiger, ehrlicher Judaismus. Le also sie haben ganz normal gelebt, auch mit ihren shabbat und ihren Festen. À Hagenthal comme à Altkirch, il y avait des fils de fer tendus entre les maisons. Alors, en Hagenthal et Altkirch, il y avait des fils de fer, des ah, Eisenstangen entre les maisons pour pouvoir porter le jour du Shabbat. Alors, éisenstangen entre les maisons pour pouvoir porter le um jour du Shabbat. Plus tard, avec la Révolution, les lois d'égalité, ils furent contraints d'y renoncer. Aber später mit den Gesetzen der Egalität oder der Gleichstellung mussten sie das eben dann aufhören. Jedes Dorf hatte ihre Synagoge, ihre Reinigungsbad, ihre Schule. Freischule und auch ihren Friedhof. Lorsqu'il y avait l'époque de la fête de Chavouot also während uh, des Festes Shavuot oder eben Pfingsten für uns l'inauguration d'un nouveau rouleau de la Torah Da wurde eine neue Torah eingeläutet, eingeführt tout le village était regroupé das ganze Dorf wurde wieder neu eingeteilt nettoyé et garni gereinigt, euh, verziert pour à la de ce um eben teilzunehmen an diesem Umzug für die neue Torah -rolle. De la homme, et enfant, also jede Person in der Gemeinde, also auch die Kinder eine ja, vie juive intense. Sie hatten alle ein intensives jüdisches Leben. Autour de la du village. Also und das war dieses Leben drehte sich um die Synagoge im Dorf. Le a disparu des villages. Also dieser Judaismus elsässischer Judaismus ist etwas verschwunden von den Dörfern im Elsass. Cette notion de judaïsme alsacien fait encore partie du judaïsme français. Aber des ist immer noch ein Teil des in et Aussi dans le monde entier, ce judaïsme est reconnu pour sa sincérité et pour son intégrité. Und in ganz Frankreich ist das eigentlich anerkannt, dass dieser Judaismus sehr ehrlich. sehr integr ist. Ich wollte euch einfach dieses Bild geben von dem Judaismus, wie er heute noch ist, dass er ehrlich, integer ist und wir sie ein Teil davon sind. Merci beaucoup. Okay. Merci à vous.